alles zum Kotzen hier. Haha, ich bin über dir. So, vielen Dank. Das hat gut gepasst. So, also da kommen wir aber noch nicht rein. Der Hauptmann hat den Schlüssel. Viel Glück, falls ihr ihn brauchen solltet. Er ist die Straße runter am Armenhaus. Oder so. Hast du gehört, dass die Aufseher Morris einkassiert haben wegen schwarzer Magie und so? Neue Nacht, neue Wacht mit dir. So, hier scheint erstmal noch nichts zu sein. Dann würde ich hier aber gerne mal oben rum. Oh, da ist aber auch jemand mit Schlüssel, wie mir scheint. Geht das? Da war er doch gerade, ja genau. So, dann sind wir schon mal hier oben. Achso, wir hätten auch hier den Umweg nehmen können. Sehr gut. Hallo, Hauptmann. Ach, den haben wir ja schon ausgeschaltet. Etwas Unheimliches gesehen? Nerv jemand anderen. Er hat doch gerade was angezeigt, das ich mitnehmen kann. Na, schnappen wir euch mal. So, ja, aber scheint ja irgendwie auch gewollt zu sein. Hast du gehört, dass die Aufseher Morris einkassiert haben wegen schwarzer Magie und so? Verzieh dich! Ach Mann. Ja. Bin doch über den Balkon halt rein. Sag mir, wenn du wieder um die Hunde spielen willst. Neue Nacht, neue Wacht mit dir. Jetzt aber. Gute Nacht. Hauptmann, es sieht so aus, als hätte die Hutmacher hier wieder eingebrochen und sich den Schlüssel zum Justizbezirk geschnappt. Ich werde dir mal zeigen, wo der Hammer hängt, Pete. Okay, Pete. Die Hutmacher vor mir am Schlüssel. Mhm. Mach den Hut mit. Vielleicht können wir uns als Hutmacher verkleiden. Ich pack dich mal gerade rein. Die Totenzählerfunktion und Verantwortung. Auszug aus einem Handbuch über neue Vorgehensweisen der Stadtwache. Aufgrund der immer größer werdenden Seuchenkrise hat der Lord Regent die Position des Totenzählers geschaffen, die nur von Junior-Offizieren oder Offizieren mittlerer Ränge bekleidet werden kann. In den meisten Fällen, in denen ein Erlass oder eine Ausgangssperre vollstreckt werden muss, unterstehen die betreffenden Offiziere dem derzeitigen Offizier vom Dienst. Jeder Totenzähler hat in den Situationen die Befehlsgewalt, die mit der Seuche und der Abfertigung der Toten zu tun haben, inklusive der Person, die unter fortgeschrittenen Symptomen leidet, im Volksmund Weiner genannt. Ab dem Monat des Regens können sich Offiziere zu einem Eignungstest anmelden und nach Bestehen an einer zweiwöchigen Einführung teilnehmen. Die Position wird mit Gold und Elixierrationen von 1,5-facher Qualität vergütet.
Ja, scheint so. Das scheint so. Dies ist Stride in die Toten Aale. William Cotter, Kapitän des Handelsschiffs Windover, meldet, dass sein Schiff am 23. Tag des Monats der Netze von den Toten Aalen überfallen worden sei. Einer Bande notorischer Verbrecher, bekannt für Flusspiraterie, mutwillige Zerstörung fremden Eigentums und Schmuggelei. Die Windover war nach Dunwall unterwegs mit einer Ladung von medizinischen Gütern, Nahrungsmitteln und Rohstoffen, die sie in Driscoll in Nordgristle geladen hatte. Der Captain gibt an, eine Viertelstunde nach Mitternacht die Alarmglocke vom Heck des Schiffs gehört zu haben. Weil es neblig war, dachte er zuerst an eine drohende Kollision mit einem anderen Schiff. Doch als er die Kajüte verließ, bot sich ein grausiger Anblick. Die Hälfte seiner Männer lag ausgeweitet auf den Planken, die andere Hälfte in einen wilden Kampf verstrickt. Kapitän Cotter vermutet, dass die toten Aale sein Schiff schwimmend erreicht und sich dann mit dem Kletterhaken an Deck begeben haben. Eine andere Herkunftsmöglichkeit will ihm nicht einfallen. Weil er wusste, dass er chancenlos war und dass die toten Aale keine Gefangenen machten, versteckte sich Captain Cotter augenblicklich im Hohlraum einer fehlerhaft verschlossenen Versandkiste. Ich fragte den Captain, warum ein ehrbarer Händler Geheimverstecke brauchte, doch er konnte sich nicht daran erinnern, woher er die Kiste bekommen hatte, und er versicherte mir, dass sie leer gewesen sei. Vor den Blicken der toten Aalen geschützt, die weiter seine Mannschaft abschlachteten, sah Cotter auch, wie die Anführerin der Bande auftauchte. Eine gewalttätige Frau namens Lizzie Stride. Nach seinen Worten hatte sie sich ihre Zähne zu messerscharfen Reißern zugefeilt, lief barfuß über das Deck. Cotter, zu diesem Zeitpunkt offensichtlich außer sich vor Angst, behauptete sogar, dass sie Schwimmhäute zwischen den Zähnen besessen habe. Doch ich bemerkte, dass Captain Cotter nach Brandy roch, als ihm die Flusspatrouille aus dem Wasser gefischt hatte. Lizzie Stride verhörte den ersten Mart einige Minuten lang, bevor sie ihm die Zunge abbiss und ihn in den Fluss warf. Schlussendlich entdeckten die toten Aale Captain Cotters Vorrat an King Street Brandy. Cotter nutzte die Gelegenheit der Entdeckung und der sich anschließenden Wüstenfeier, um unbemerkt von Bord zu gehen. Ich empfehle ausgiebige Patrouillen des Gebietes für den Fall, dass die toten Aale weitere Hinweise hinterlassen haben. Wir haben das Schiff versenkt, doch vielleicht gibt es noch weiterführende Wrackteile. Ich empfehle weiterhin, Captain Cotter augenblicklich seines Kapitänspatents und der Händlerlizenz zu entheben. Der Mann sollte außerdem aufgrund von Schmuggelaktivitäten auf dem Ranhaven untersucht werden. Offizier Manley Hutchkins, Flusspatrouille Ranhaven. Hier ist halt noch Zeug. Ah. Netterweise nicht verschlossen, der Tresor. Sehr praktisch. Eigentlich können wir jetzt ins Territorium weiter. Hier ist ja sonst nichts mehr, oder? Da rennt halt noch jemand rum, sondern ein bisschen was an Zeug da. Aber keine Sammelsachen. Von daher, ab zu den verrückten Hutmachern. Thronerbin Emily Caldwin wird noch immer vermisst. Wer über Hinweise verfügt... Sammy meint, du weißt, was Chauncey passiert ist. Sammy redet viel. Weiß nur, was Chauncey getan hat. Ach ja? Also lass hören. Er ist geklettert. Ins Büro der Wache. Hat einen Schlüssel zum Justizbezirk geklaut. Da steigen wir nachts ein und schnappen uns ein paar Anwälte. Nicht schlecht. Und was war dann? Weiß nicht. Er wollte mit dem Schlüssel in eine der oberen Wohnungen auf der anderen Straßenseite. So auf gut Glück. Aber er ist noch nicht wieder zurück. Meinst du, ihm ist was zugestoßen? Keine Ahnung. Er ist noch nicht zurück. Ist ein paar Stunden her. Also, wenn Chauncey was passiert ist, vielleicht solltest du... Vergiss!
Das ist doch da oben. Mrs. Blaine, es fehlt. Ich... So, dann schaffen wir uns halt nochmal hier rüber. Ich werde dich finden, du Hexenfisch. Ich weiß, dass du hier irgendwo... Wieso sind da denn wieder Leute? Kannst dich nicht ewig verstecken. Brauche ich auch nicht. Ich werde dein Versteck finden. Hm. Ich weiß, dass du hier bist. Gut, dann können wir einfach hier hochklettern. Hep. So, haben wir jetzt hier viele Gegner drin? Nö. Will ich nicht. Na, Clancy, wie geht's dir? Gut, dann haben wir den Schlüssel. Nichts mehr zum Sammeln hier draußen. So lobe ich mir das. Also ab in den Justizbezirk. Jetzt endlich mal. Hier rennt ihr da unten noch rum. So, und euch beiden haben wir ausgeschaltet. Das heißt, wir können jetzt einigermaßen gefahrlos hier durch, denke ich zumindest mal. Cool. Sieh dich mal um. Versuch, Timsch zu finden. Auf den Dächern in der Nähe ist Ausrüstung versteckt. Wir haben schon seit längerem einen Anschlag auf Timsch vor. Ich weiß. Die halbe Stadt will ihn tot sehen. Wir werden mit ihm etwas Geld verdienen. Wir treffen uns da vorne. Okay, gucken wir mal. Genau, den Schluck habe ich mir auch gerade noch gegönnt. Wir haben Justizplatz. Da oben ist irgendwas. Hier wäre Knochen einfach. Okay. Netterweise kommen wir auch hier hoch. Hallöchen. Ah, guck mal, da wird das ja auch was. Du stehst hier einfach nur rum, ne? Hm. Was macht denn das Knochenartefakt eigentlich? Spirituelle Quelle. Geht das Mana schneller? Ist, glaube ich, sinnvoller.
er heißt oder was er hier will. Hab ihn zur Sicherheit eingesperrt. Er kommt mir bekannt vor. Erinnert mich an jemanden, der mal mit Timsch zu tun hatte. Glaube ich zumindest. Gut, Simmons. Dann können wir ja weitermachen. Sie haben die Räumungsbefehle dabei? Was ist die nächste Adresse? Crow's Court bei der Bramley Street. Aber da ist etwas, Sir. Da wohnen die Forresters. Ihre Kinder haben uns durch die Hintertür immer Essen zugesteckt. Ich weiß, Sir, aber es wäre sehr grausam, sie rauszuwerfen. Sie haben nicht mal die Seuche. Ich war erst letzte Woche da. Ausgezeichnet. Simmons, zeigen Sie mir einfach diese Hintertür. Und wir gehen von dort rein. Dank Ihnen sind wir taktisch im Vorteil. Timsch wird sein Geld kriegen. Aber, Sir... Ich sag's mal so. Glauben Sie im Ernst, mich interessiert, wessen Tür wir morgen eintreten oder übermorgen? Hinter jeder Tür steckt nutzloses Aristokratenpack und dessen Nachkömmlinge. Mir ist egal, ob sie in der Gosse enden. Sir, aber Sie waren so gut zu mir. Simmons, bevor ich für Timsch gearbeitet habe, hab ich Weiner-Unterkünfte ausgeräuchert. Schon mal gemacht? Schon mal eine Tür aufgebrochen und in Weiner-Mief gebadet? Gegen Weiber mit blutigen Gesichtern gekämpft, die mit einem kaputten Möbelstück auf dich losgehen? Ab und zu gab's auch nur Ratten. Hunderte, die einen Besoffenen abnagten. Soll ich sie etwa zu meiner alten Einheit stecken? Nein, Sir. Auf keinen Fall. Ich hielt mich für mutig, Simmons. Bis ich gesehen habe, wie ein Mann von einem Rattenschwarm verspeist wurde. Wenn also Justitiar Timsch sagt, dass wir uns einen reichen Schnösel vorknöpfen und so lange vermöbeln sollen, bis er das Maul hält, dann frage ich nicht lange. Ich weine vor Glück, kapiert? Ja, Sir. Wir gehen von hinten rein. Sie werden nichts Böses ahnen. Gut. Guter Mann. Sie oder wir. In Zeiten der Seuche ist kein Platz für Helden. Tun Sie Ihren Job und Sie behalten Ihren Posten. Ach, hier ist noch ein Gefangener, okay. Na, dann gucken wir doch mal. Sonst scheint ja keiner hier zu sein. Überraschung. Dowd, nicht wahr? Sie wären nicht in diesem Bezirk, wenn Sie nicht hinter Timsch her wären. Was wollen Sie? Rache. Timsch antun, was er mir angetan hat. Er soll alles verlieren. Opfer eines seiner eigenen Räumungsbefehle werden. Hier ist einer. Mit der gefälschten Unterschrift des Lordregenten. Bitte gehen Sie in meine alte Wohnung. Direkt neben Timschs Haus. Hier ist die Adresse. Aber von der Straße aus kommen Sie dann nicht rein. Dort finden Sie mein Tagebuch mit der ganzen Wahrheit. Und allem, was Sie wissen müssen. Aber Sie sind Geschäftsmann, wie ich es einst war. Darum erwarte ich nicht, dass Sie es umsonst machen. In meiner Wohnung finden Sie ein Geldversteck. Betrachten Sie es als Vorauszahlung. Okay. Ja, es sind tatsächlich sehr charmante Typen, da hast du recht. Den Justiziar tot zu sehen, würde mich nicht befriedigen. Das kriegen wir schon hin. Ich könnte dich auch noch irgendwie befreien. Mal schauen. So. Ah ja. Verlassene Wohnung, Stützpunkt. Und ein Knochenartefakt und... drei Runen noch. Stimmt, waren irgendwie nur noch ein oder zwei Artefakte, die gefehlt haben. Reicht das?
Ich fürchte nicht. Über den Balkon, ja. Haben wir denn hier irgendwo einen Balkon? Da, da. Er rechtfertigt sich gerade gegenüber den Kerlen in seinem Büro. Direkt vor dem Balkon, da ist er. Sehen Sie ihn? Sie können ihn bestimmt... Und? ...hier aus treffen. Ich bleib hier, wenn es Ihnen recht ist. Und sehe zu. Ja, aber ich möchte gerne die nicht tödliche Lösung. Warum ist es ein bisschen mehr Arbeit? Für einen Mann seines Alters ist Timsch erstaunlich rüstig. Er besitzt ein Schwert und eine Pistole zur Selbstverteidigung sogar in seinem eigenen Haus. Er ist ruhelos und steht und bewegt sich durch alle Etagen seines Hauses, vom Schlafzimmer im Obergeschoss bis zur Lobby seines Justiziarbüros im Erdgeschoss. Timsch bewahrt den letzten Willen seiner Großmutter in einer Truhe im Lagerraum näher der Lobby im Erdgeschoss auf. Die Eingangstür führt in die Lobby des Justiziarbüros, zwei Etagen hohe Halle mit Balkons oberhalb der Lobby. Der zweite Balkon, Glastüren, führt direkt in Timschs Büro. Obergeschossbalkone rechts und links vom Gebäude, leichter Zugang. Eine Hintertür führt in den Keller. Sie ist verschlossen, aber ein Schlüssel war leicht gefunden. Ein Speiseaufzug vom Keller zugänglich verbindet alle Etagen, aber er ist eine Einbahnstraße. Einmal ausgestiegen, schließt seine Verkleidung und er fährt zurück in den Keller. Tim schlägt trägt den Schlüssel bei sich, indem er wichtige Truhen und Schränke verschließt, In einer Wohnung nahe des Timisch-Anwesens geht es über das Dach zum Ufer. Okay. So, dann bitte einmal zur verlassenen Wohnung. Hier wäre noch ein Artefakt unten. Fund des Testaments und 1, 2, 2 bis 3 Runen. Na gut, erstmal wieder zurück. Ist ja noch zur verlassenen Wohnung. Zack. Ach gut, dass da jetzt kein Abgrund war. Gar nicht drauf geachtet. Aha. Die Reihe von 7. Haben wir noch eine in der Nähe? Gut, Räumungsbefehl, Schlüssel. Das Tagebuch. Tim glaubt also, ihm könnte sein Besitz bei einem Ausbruch der Seuche nicht beschlagnahmt werden, weil er dank eines Briefs des Lordregenten rechtliche Immunität besitzt. Er fühlt ihn immer mit sich wie ein Talisman. Aber er hat auch das Werkzeug seines eigenen Untergangs geschrieben. Das Dokument, das er zur Zwangsräumung verwendet, ist ein Formblatt aus dem Büro des Lordregenten. Es war eine Leichtigkeit, ein leeres zu bekommen. Weniger leicht war es, die Unterschrift des Lordregenten zu fälschen, doch glücklicherweise habe ich immer noch einige loyale Verbindungspersonen.
Jetzt muss ich noch die Dokumente austauschen. Und so nah an Timsch herankommen wird nicht einfach sein. Dafür bräuchte ich womöglich Hilfe eines Profis. Wenn das erledigt ist, fällt der Dummkopf so leicht wie ein Baumstamm. Und das ist der zweite Teil. In Timschs Keller befindet sich ein Gerät, das die Luft ins Gebäude bringt und darin verteilt. Wenn ein Wirkstoff da reingelänge, wird das Gebäude wie eine Weinerhöhle stinken. Ich müsste bei der Beschaffung des Wirkstoffs aufpassen, denn ich will keine Wachen oder Diener mit der Seuche infizieren und für sinnloses Leid sorgen. Die Halbseiten der Edelfrau in Wohnung 10 hat mir angeboten, einen übel riechenden Stoff zu besorgen und einen Sack, um ihn darin zu transportieren. Sie will dafür meine Rune, also werde ich mich davon trennen müssen. Sie hat mir den Schlüssel zu ihrer Wohnung gegeben, damit ich mir den Sack holen kann, wenn ich soweit bin. Das ist natürlich nett. So, Wohnung 10 ist da hinten. Alles klar. Und hier war ja noch eine Rune, ne? Da ist noch eine. Da ist noch eine. Da ist noch ein Artefakt. Und da ist wohl erstmal nichts. Okay. Doch noch eine Rune. Ach, Corvo. Teleportiere ich auch etwas weiter. Das könnte helfen. So, sehr schön. Dishonored 2 wird auch verschickt, habe ich gerade eine E-Mail gekriegt. Dann können wir ja tatsächlich mehr oder weniger nahtlos dann übergehen. Nächste Woche. So war das geplant, mein Lieber. Okay, sie ist wohl zerlegt. Kultistengeschreibsel. Dies war ein Vater. Er hatte 6 Kinder von 3 Müttern. Eins ertränkte er, aber es war nicht sein Fehler. Eines Tages entdeckte der Großvater seines Kindes, was passiert war, doch der alte Mann stimmte nicht damit überein, dass es ein Unfall war. Dieser arbeitete so hart, dass er sich beide Hände brach. Als er dadurch nützlich wurde, schmissen sie ihn raus. Seine Mutter kümmerte sich bis zum Tod um ihn, danach wurde er ein Bettler. Dann starb er. Diese war eine Lehrerin. Sie lehrte ihre Kinder über den Mann mit den schwarzen Augen, den sie in ihren Träumen sah. Niemand wusste es. Doch dann fiel eins der Kinder in Trance und begann, ihren Namen zu rufen. Und dann kamen die Aufseher. Der Sack. Dieser wurde in eine wohlhabende Familie geboren. Er blieb auf dem Land, ein einziger, bei dem, dem einzigen Ort, wo er des Nachts die Sterne sehen konnte. Doch ohne entsprechende Bildung wusste er nicht, was sie bedeuteten. Er pflegte sie anzubeten. So, sehr praktisch. Noch ein wenig Essen. Au. Hab mich immer gefragt, wie er wohl riecht? Vergammeltes Fleisch? Frühlingsblumen? Stellt er Ihnen Fragen? Wann er wohl zu mir spricht? Oh, das werden wir sehen. Hallo Citrox, willkommen und wie gesagt, vielen Dank nochmal für das Spiel. Werde ich mir dann auch mal bei Gelegenheit anschauen. Mal gucken, ob Stream oder Let's Play oder einfach nur so. Hier ist eine letzte Lektion, um die alten Zeiten willen.
Der Justiziar war ein Meister darin, die Schwachstellen seines Gegners zu finden. Aber in Delilah sah er keine Gefahr, bis es zu spät war. Du bist der Einzige, der sie im Auge hat. Und ich natürlich. Ich sehe alles. Und gerade sehe ich, wie ein Mann auf einem Drahtseil über einen See aus Blut und Korruption balanciert. Die Kaiserin ist tot. Und das Wasser steigt. Roth Wyatt ist weg und sein Schlachthaus ist abgebrannt. So ein Begräbnisfeuer hatte nicht einmal die Kaiserin. Du solltest dich beeilen. Deine Zeit wird knapp. Sie haben geträumt. Ich hoffe, es war erleuchtend. Das auf jeden Fall. Vampire... The Masquerade, die Coterie of, was wir beim was ich beim Vampire-Stream damals entdeckt hatte. Ja, das ist halt so eine Graphic Novel. Genau, ist auf Englisch, aber das sollte auch kein Problem sein. Das ist ja eigentlich ganz gut machbar immer. Gut, haben wir dann hier wenn auch die anderen Runen und das andere Knochenartefakt. Da ist ein Luftverteiler. Ich hoffe, er stirbt einen qualvollen Tod. Nee, genau das wollen wir verhindern. So, hier ist aber dann nichts, wo wir noch hinten dran gucken können. Man könnte es ja theoretisch schon mal hier rüber porten, aber wir gehen erst, oder? Das liegt das ganz da unten? Oh, da rennt jemand. Und dann müssen wir da irgendwie noch in den Keller. So, dann möchte ich gerne irgendwo erhöht hinpacken, nicht dass die Ratten dich noch wegfressen. Ja, genau so nicht. Vampire The Masquerade Coteries of New York oder Coteries of the Graphic Novel zum im Vampire-Universum. Hatte ich ja damals, als wir den Vampire-Stream gemacht hatten, gefunden oder entdeckt und Citrox hatte mir das dann jetzt vorgestern geschenkt, weil er es noch übrig hatte. Netterweise. Okay, wir müssen wahrscheinlich in den Keller. Da sind Leute. So, wie weit kommen wir denn jetzt hier hoch? Schade. Allerdings ist ja hier noch was. Dann müssen wir doch nicht in den Keller. Die Sonne macht tatsächlich eine ganze Menge Spaß. Wir hatten ja davor, hatten wir ja die
noch die Reihe von dem Head Garrett, also die Thief-Reihe, gespielt. Das hier ist dann doch etwas angenehmer, weil es wird mir angezeigt, dass die Speicherpunkte sind etwas vergebender und das Schleichen ist etwas einfacher. Ist jetzt auch das erste Mal, dass ich es selber spiele. Ich habe damals, weiß nicht, ein oder zwei Let's Plays angeschaut. Und hab's jetzt halt eben zum ersten Mal dann selber angegangen. Und es war eine gute Entscheidung. Und ich dachte, es passt halt gerade ganz gut nach der Thief-Reihe, dass wir da noch was Schleichendes haben. So, dann, achso, warte mal, zuerst die Dokumente, was, dann warten wir vielleicht, das sehe ich mal erst noch. Danke für den Hinweis, liebes Spiel. Madämchen. Leg dich doch gerade mal schlafen. Auch hier etwas erhöht. Nicht, dass hier Ratten kommen. Speiseaufzug. Ah ja. Legen Sie den zu transportierenden Gegenstände auf die Platte. Wählen Sie die gewünschte Etage. Justizialbüro und Lobby, Rauchsalon, Bibliothek, Tims Büro, das Speisesaal und Schlafzimmer. Ziehen Sie am Hebel, dann fährt der Aufzug nach oben und die Glocke ertönt, wenn er das Ziel erreicht hat, damit das Personal darauf aufmerksam wird. Nach Entfernen der Ladung fährt der Aufzug automatisch zurück nach unten. Wenn Sie keine Etage anwählen, fährt er automatisch ins Erdgeschoss. Beförderung von Personen ist untersagt. Könnte ja klappen. Ja, ist ja wie bei Resident Evil hier. So, dann können wir es hier nochmal gütlich tun. Nicht mehr so ganz fit, der Fisch. Könnte natürlich auch nach oben. So, speichern wir mal. Da ist halt der Luftverteiler. Da. Oh. Das könnte jetzt ein wenig übel werden. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Die Chancen stehen gut. Wird das was? Überraschung. Ein Anwalt, aha. Sieh mal einen Anwalt. Das war jetzt nicht so sinnvoll. Muss ich zugeben? Machen wir das nochmal. jetzt das neue Thief oder das originale Dark Project? Ich meine, ich hatte das. Also bei mir ist halt da noch relativ viel Nostalgie mit dabei gewesen, gerade also bei den alten Teilen. Ha ha ha!
So, alles klar. Ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal für die Hilfe. Und gute Nacht, Schnabeltier. Wir haben ja noch ein bisschen. Oh, da ist einiges los oben. Ja, und ich glaube halt ab Thief, also in den zweiten Teil, hatte ich glaube ich mal noch angespielt damals, und Thief 3 und das 2014 hat das aktuelle als Taste. Jetzt waren wir gerade bei Thief, jetzt habe ich aus Reflex rechte Maustaste gedrückt, um die den bewusstlosen Typen aufzuheben. Da oben könnte halt, ich glaube, der muss weg, weil der das mitkriegt, wenn wir das hier aufschlagen. Das ist doch die letzte Scheiße. Mist! Ja, das wird leider auch nichts. Mehr speichern, beziehungsweise Spiel klappt einfach doch mal auf Anhieb. Das wäre noch besser. Sie sollten aufhören, bei jedem Problem zu ihm zu rennen. Er ist oben in seinem Arbeitszimmer und bespricht sich mit seiner Wache. Das von... Okay, ja. Na guck mal, jetzt haben wir einen Betäubungsfall gespart. Ja, das hatte auch seine Vorteile, muss ich ja sagen. Oh, fuck. Waren wohl nur Ratten. Die sind überall. Da fand ich so etwas angenehmer, dass es, ja, dass das halt ein bisschen mehr, ja, Questmarke und sowas hatte. Ging das zu den alten. Aber hat leider auch so ein paar nervige Missionen. So, da müssen wir glaube ich tatsächlich ein bisschen schneller sein. Okay, du kriegst das mit, weil du in die Richtung guckst. So, haben wir noch eine Notiz. Ich weiß, dass Sie sich um meine Sichtweise sorgen, aber ich vertraue der Sicherheit. Achso, der Sicherheit. Aber ich vertraue der Sicherheit, die mir ein am Gürtel hängender Schlüssel gibt, mehr als einem Kombinationsschloss. Die Kombination kann man erraten, knacken oder durch Bestechung herausfinden, aber mit einem einfachen Schloss und Schlüssel bleibt der Inhalt meiner Archive sicher. Ein Dietrich, alles Märchen. Ich habe nie einen gesehen, der wirklich funktioniert. Sie etwa? Timsch. Stimmt, Dietriche gibt's hier gar nicht großartig. Und da kommen wahrscheinlich dann, ja, ohne den Schlüssel nicht hin.
Ah, wann bekommen wir endlich eine Bürohilfe? Ich kann keines Dokumente finden, die J abgelegt hat, und S hält überhaupt nichts von einer Ablage. Das Auto verwandelt sich in ein Chaos, in dem man noch nicht einmal einen Wal finden könnte. So kann ich einfach nicht arbeiten. Kann ich verstehen. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Kann nicht sagen, dass es mir gefällt. Mir allerdings auch nicht. Ihr sollt ihn doch eigentlich keiner großartig sehen. So, dann würde ich gerne mal dahin. Speichern. Die Akademie der Naturphilosophie. Ausdruck aus einer Übersicht über die Akademie. Dicht an den Rand von Dunwall gedrängt ist die Akademie der Naturphilosophie, eine altehrwürdige Lehrinstitution, in der es vor jungen Studenten, alten Philosophen, Kosmologen und Vivisezierern nur so wimmelt. Die hellsten Köpfe aller Inseln versammeln sich hier, um die ganze Natur, einschließlich des menschlichen Körpers, der Himmelsgewölbe und des physischen Universums, zu studieren. Nur wertgeschätzte Mitglieder und die wenigen Studenten, die jedes Jahr nach einem langen, beschwerlichen Anmeldeverfahren aufgenommen werden, sind der Akademie willkommen. Wer in der Nähe lebt, kann sich nur über die exotischen Lieferungen wundern, die vom Fluss kommen, durch die Hintertüren gebracht werden oder die Nase über die seltsamen Gerüche rümpfen, die aus den Kaminen auf dem Dach entweichen. Ein gegenwärtiger Arbeiter der Akademie ist der kaiserliche Arzt Anton Sokolov. Aha. Hat der da auch seine Finger drin? Was? Sie sind Gynäkologe? Haben Sie da etwa auch Ihre Finger drin? Sieht nach einem Herumtreiber aus. Tap, tap, tap. Ah, auch nett. Na, endlich verzieht ihr euch mal. Ja, so viel hast du jetzt ja nicht. Ich glaube, wir sollten sie auch noch erledigen. Bevor die auf dumme Gedanken kommt. Obwohl, die ist jetzt, glaube ich, erstmal wäsch. Du bist ja draußen, ne? Unauffällig. Oh ja, guck mal, Gesundheit haben wir sogar voll. Sehr angenehm. Der Stadtjustiziar. Auszug ist eine Reihe von Artikeln über Dunwalls herausragende Persönlichkeiten. Justiziare aus dem Justizbezirk haben dank ihres scharfen Verstandes schon immer eine Schlüsselrolle bei der Aufrichtung. Das kenne ich, sehe ich, glaube ich, schon. Das kam auch im Hauptspiel vor. Aber schön moderne Heizung haben sie.
Siehst du den Nachttöpfen? Alle Nachttöpfe werden derzeit gereinigt. Bitte nicht auf den Holzboden pinkeln, sondern in den Hinterhof, wenn es nicht anders geht. Wenn ich erneute Beschwerden der Angestellten höre, lasse ich euch die Badezimmer mit euren Socken putzen. Haben wir es verstanden? Hauptmann Scott Blossom. Na dann. Na gut, hier wird der Aufzug. Ah. Dann mal weiter nach oben und gucken, dass wir die Wachen da nach und nach ausschalten. Dann hoffen wir, dass wir erstmal die Schlüssel und Runen und was da noch alles ist, kommen. Und irgendwo müsste ja hier noch so ein... Naja, es sind aber nur zwei Runen. Ein Artefakt fehlt noch. Na gut, und wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge Runen. Ah, netterweise sogar die Tür hier zu. Hast du dummerweise gerade hier rüber geschlawenzelt? Du auch? Das ist nicht gut. Nein, 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 nein. Kommst du runter? Kannst du mal, wenn wir runterkommen, dann holen wir dich hier. Nachtigall, ich höre dir trapsen und kann leider nicht dich lautlos ausschalten. Hängen geblieben. Blöde Levelarchitektur. Hallo. Oh, wieso muss ich immer ganz genau hinter denen stehen? Sei doch da mal ein bisschen flexibler, mein Lieber. Kannst ja auch von der Seite würgen. So. Das war jetzt nötig. Was? Ich... Okay. Dann nutzen wir doch mal das Mana-Elixier. Gut, die werden wahrscheinlich jetzt alle hier den Dings bewachen, wie mir scheint. Packen wir euch mal raus. Eine Rune haben wir jetzt da drin und eine ist dann noch eins oben drüber. Da haben wir Glück, dass wir gerade weggepackt haben. Meine Güte. Falsche Taste. So, eine wunderschöne Stapelei, bitte sehr. Also jetzt schon, ist schon despawned, alles klar. Interessanterweise aber keiner von ihr. Was weiß ich schon, junge Leute, sie glauben, sie können über uns urteilen.
Schwarze. Heißt das nicht so? Sensible Menschen machen diese Stadt kaputt. Sie verlangen weder Steuern, noch räuchern sie die Slums aus oder schaffen die nötigen Pufferzonen. Richtig, Sir. Mit ihrer fiepsigen Stimme nennt sie mich ein Monster. Als wäre dies die erste Seuche. So, als wäre meine Großmutter nicht vor meinen Augen gestorben. Wir werden alle sterben, Hauptmann Blossom, wenn wir nichts tun. Wir alle. Ja, Sir. Wenn alles vorbei ist, kann sie auf die Partys der Boyles gehen und mit dem Geld, das ich beiseite geschafft habe, den Sommer an Cerkonos Küste verbringen. Vorerst aber bleibt sie da, wo ich sie untergebracht habe. Ja, Sir. Sie sind ein guter Onkel, Sir. Wenn Sie... Wann ist der Mann des Regenten endlich hier? Wie hieß er noch? General Turnbull, Sir. Er sollte vor etwa 30 Minuten eintreffen, aber ein Bote hat seine Verspätung angekündigt. Er sollte bald hier sein. Also gut. Das beunruhigt mich. Der Regent hat mir nichts darüber gesagt. Nein, nein. Halb so wild. Ich habe die Unterschrift des Lordregenten bei mir. Sie verschafft mir vollständige Immunität gegen die Seuchenbestimmungen. Nicht mal der General genießt so einen Schutz. Ja, aber das werden wir ändern. Das werden wir ändern. So, da ist auf jeden Fall jemand. Wie laut wird das denn? Okay, passt. Gute Nacht. Dass du nicht in die andere Ecke gegangen bist. So, unauffällig. Ach, ihr rennt noch durch... Stimmt, ihr rennt durch die Gegend, okay. Vielleicht doch nicht so gut. Okay, auch gut.